Ja, gut, ne? Das war jetzt ein bisschen enttäuschend, die Partie. Das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich habe noch eine Frage zu dieser Double Support Meter. Wastet ihr nicht gerade im Late super viel Gold, wenn er das Support-Item nicht verkauft? Ja, jetzt schon, aber die haben auf dem alten Patch gespielt. Und auf dem alten Patch ist es goldeffizient, bis es gestackt ist. Und danach für Lucian immer noch goldeffizient, weil das Item so stark ist für ihn. Deswegen, also normalerweise, was du machst, ist, du baust das Item. Also das war auf dem alten Patch, jetzt kannst du das nicht mehr machen, aber du hast das Item gebaut, dann hast du es voll gestackt und dann hast du es verkauft. Und dann hast du praktisch einfach irgendwie 1500 oder 2000 Gold praktisch auf deiner Botlane gewonnen. Deswegen haben sie das immer gemacht. Aber das ist mittlerweile ist das nicht mehr so gut. Also ist jetzt komplett totgenervt. Freezer, Känguru-Beutelbesetzer. Vielen lieben Dank euch. Ja, ich bin nie ein Fan gewesen von Lucian. Ich meine, es muss einen Grund geben, dass alle Teams den so hoch priorisieren. Aber ob ich den in der LEC, in der LCK, in der Solo-Queue, diese Lucian-Nami, Lucian-Milio-Lanes wirken immer schlecht. Immer, wenn ich sie sehe. Also die Skillsense-Effekte, genau, das ist genau das, was ich meinte, ja. Also stimme ich dir voll zu. In LEC ist Lucian 2.10. Ja, aber trotzdem, weißt du, wenn er so viel gepickt wird, bedeutet das ja trotzdem, dass die gute Resultate haben auf denen in Scrims. Lucian war ja so ein Trollpick, oder? Ich bin auch kein Fan von Lucian, bin ich ganz ehrlich. Bin auch kein Fan. Lucian Nami ist besonders stark nach dem ersten Item, ja. Also wenn der Lucian Stormraiser hat und die Nami Mandate, dann kannst du halt einfach instant Leute one-hitten. In der Regel. Was sagst du eigentlich dazu, dass Cristiano 7 Al-Nassr komplett über Messis Miami gefahren ist? Ja gut, das haben wir erwartet. Die Saudis haben da mehr Geld zur Verfügung, haben sich bessere Spieler auch um Cristiano aufgestellt, der ja das Team selber formen konnte. Und jetzt merkt man natürlich einfach diese spielerische Differenz, nicht nur auf der Schlüsselposition, sondern halt auch, es geht halt, es ist ein Teamspiel, wir haben 11 Leute auf dem Feld und genau. Deswegen Messi noch alleine, aber wenn Miami noch hier ein bisschen investiert, dann kann das schon noch werden. Wie findest du, hat Cristiano heute gespielt? Ach, überragend, der Cristiano. Das war wirklich überragend heute. Ganz starke Kiste. Also die LCK-Games mit Lucian sehen broken aus. Ja, aber LEC. Ich glaube, ich weiß nicht, hat der über 10% Winrate? Solo-Queue, LEC, National League, egal wo, Lucian sieht so Fake-Data aus. Der muss aber in Scrims, muss der irgendwie zu Null stehen. Nee, 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 nee. Legastheniker, vielen lieben Dank, ja. Nein, wir spielen schon wieder gegen Echo. Nicht Echo. Ich hasse Echo. Nee. Danke an Konya und Real Playmobil Gegner. Willkommen. So, Leute. Ne, ab morgen bin ich ja wieder gesund mit meiner Kehlkopfentzündung. Das heißt, ab morgen könnt ihr euch wieder auf das hier freuen. Ne, ihr wisst ja immer, wie ich, die Musik, die ich hier gerne onstream mache, ist natürlich der mongolische Kehlkopfgesang. Und ab morgen gibt's den wieder. Der gute alte mongolische Kehlkopfgesang.
DJ Tay, Let Me Sleepless, vielen lieben Dank. Dann gibt es wieder Tryhard auf dem Don, sobald ich nicht mehr die Medizin nehmen muss. Also ich merke das sehr, dass die Medizin mich so ein bisschen ausnockt, weißt du? Also ich bin irgendwie sehr, wie soll ich das nennen, abgelenkt. Nicht, also ich weiß nicht, das macht eine sehr langsam irgendwie Medizin. Man, die Kate, der Man, na gut, wir haben, ich glaube, noch 10 Games im Speicher oder so, also 2 Wochen fast. Fast 2 Wochen. Ne Juve, Juve, Juve. Welcome to Summoner's Rift. A slit throat is too painful. 30 seconds until minions spawn. My vengeance will be bloody. Minions have spawned. Cruelty for all. Oh, jetzt muss man echt ein bisschen Stimme strunen. Ich habe heute, glaube ich, schon zu viel geredet. Ups. Heute habe ich echt ein bisschen zu viel geredet. Hang them from the slaughter docks. Damn, das ist so rough, ne? Ich hatte so ein Lied rausgespielt, 1v1, der war komplett fucked. Und dann haben wir eine gute 2v2-Situation, aber dadurch, dass der links kommt, der Trundle, das ist schlecht. Das ist sehr rough. Sure.
Krass, wir schon wieder. Wir werden so weit vorne. Das ist echt ärgerlich, Mann. Das ist so ärgerlich, ey. Der war drei Waves einfach 1v1 behind. Unser Toplaner ist 14 Cs behind. Der Trundle ist einfach Mitte geromt. Und er ist als Jace in CS behind. The seas and men betray. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch stark genug bin. Es kann sein, dass der uns jetzt auch damagen kann, leider. Er ist auch, also er überlevelt uns auch. Ich glaube, jetzt ist ein bisschen over erstmal für uns, die Lane. Muss jetzt scalen. Der macht gerade Goobies. Läuft schon mal sehr gut. Oh nein. Das macht so viel Damage. Das ist, was ich meine, ne? Das ist halt zu einem gewissen Zeitpunkt, hat Echo einfach diesen Point, also diesen. Der klickt dich halt an und killt dich einfach. Oh, bitte nimm nicht die ganze Wave, Bros. Vantidrant, vielen lieben Dank für den Support. Einen wundervollen Wunsch, ich. This is Mercy in Bilgewater. Ich bin jetzt gleich nochmal Besen schien. Was? Der kann aus der Mitte auch noch runterkommen, der Echo. Kann auch hochkommen. Never trust a build rat. Ja, unser Lane ist jetzt auf jeden Fall rough. Das hilft uns jetzt schon mal, dass er da kurz noch bottelt. Das ist mal eine ganze Wave. Die können wahrscheinlich top nehmen. Und wieder da. Burn it all down if I can't have it. Death spit me out. Sollten ihn gerade nicht ganken. Der ist zu strong. Wir müssen zusammen vielleicht den Boot Jungle einnehmen, wenn wir können. Nicht besser müssen nach. Trotzdem haben wir sie majestätisch outplay, die Jungs. Nice. Da haben wir sie majestätisch outplayed. Mhm.
Bro. Mit der nimmt gerade deinen gesamten Top-Turn. What are you doing, bro? Sind überhaupt drei Wait, what? Und Leute, neben der Echo, der hatte keinen Mana, um zu ulten. Der hatte keinen Mana, also der kann die Ult praktisch nicht einsetzen, weißt du? Mm-mm. Ja gut, ne? Also wir haben die gesamte Map brennt, aber wir haben Smolder und der ist sehr, sehr gut im Saft. Mal reinlaufen, damit er Dirt Aggro zieht. Und wieder die ganzen Goodies. Yes. Hate is a child's word. Was soll denn? Schauen wir mal, ob wir ihn cheesen können, ja? Der ist eigentlich immer noch relativ schwach, der Echo, muss man sagen. Warte. I'll hack my way back to Piltwater. Nice, der LS hat ihn immerhin genommen. Das ist das Beste, was passieren konnte da. Das war Ignite. War das Heal auch? Nee, ne? War nur Ignite und Kalista Ult, was? Oh, bitte gib dir nicht die ganzen Mid-Turk, guys. Well done. Very, very well done. Und jetzt habe ich nirgendwo was zu farmen, was nicht so cool ist. Aber unsere Evelyn ist jetzt relativ stark. TP von Trundle. Entryman. Yes, nein. Also in dem Game geht echt alles schief, was schief gehen kann. Heilige Scheiße. Ich hab jetzt eigentlich schon die Kochrezepte angeschaut. Noch nicht, ne. Weil ich konnte jetzt nichts machen wegen meiner Kehlkopfentzündung halt leider. Aber jetzt eine Zeit lang war ich komplett raus. Da wäre ultra nice gewesen. Das könnte sehr, sehr gut sein, ja. Ist aber nicht. Ich stehe 0,6 auf GP, Leute.
that is rough. Ja. Willst du was aussuchen? Nee. Nee, also, Mate, ich bin komplett high auf Medizin und meine Stimme ist immer noch im Eimer. Ich mache jetzt keine Placements. Wo kommen wir denn hin? Wenn ich krank bin, bin ich krank. Playable. Dieser Echo, das regt mich so auf, ne? Der ist so bad, der Echo. Aber der darf ahead sein. Einfach nur, weil ich bin 0-6 gegen diesen Echo. Der spielt mit den fucking Füßen. Wenn überhaupt. Der spielt, glaube ich, nicht mal mit den Füßen. Das ist so ärgerlich, Mann. No memory, but I. Wir müssen gleich auch mal eine Runde Echo spielen, Das ist das für ein Champion gerade, Echo. Kalista kommt runter. Wo war der Lucky? Kalista war hinter mir, ne? Ich musste rein, die ist ja schon. Ich musste rein, weil ich kann leider nur mit den Lucky Crit gehen, ne? Echo war doch nie bad, oder? Der war schon relativ schwach, Echo, aber jetzt gerade ist er echt giga disgusting. Du rusht einfach Lichbane und dann bist du so strong. Du rusht einfach Lichbane. Das ist halt einfach, wenn dein Team dich leichter headbringt, dann point-click one-hittest du einfach jeden mit Echo gerade. Das ist richtig übel. Noch gewinnen. Ich brauche nur noch die Items. Oder so. So, Lewis, der kann mich hier wahrscheinlich einfach da eben in der Ecke. Einzige Mal, wenn ich den Jace sehe, ist, wenn er den Kill sich lastet mit einem Order. Das heißt, das dritte Mal oder so, dass er den Kill lastet. Nicht geultet wird. Ich brauche dringend Farm. Farm. Wo kriegen wir Farm? Aber der ist sehr stark, der Kollege. Will der viel Musik hier? Noch zwei Level. Noch einer Wori.
Ne, dass wir alle sterben für den. Ich sterbe, das ist okay, das nehmen wir. Das nehmen wir. Boah, die Fiedel ist mir zu laut. Komm, gibt's irgendwas anderes? Okay, haben wir das hier. Ich bin kräftig am Fiedeln, die Boys. Oh, Schirsches. Ich glaube, wir können da wirklich gewinnen. Ich bin 0-8, ne? Aber ich glaube wirklich, wir können gewinnen. Ich brauche nur noch ein bisschen mehr Zeit. Und der Dings halt, der ist so strong schon. Der Schmolder. Wie viele Stacks hat er? Lass mal kurz das nehmen. 200. Gibt's eigentlich irgendwann einen Punkt, wo der ein größerer Drache wird, wenn du irgendwie 1000 Stacks oder so hast? Als Easter Egg oder gibt's da keine Easter Eggs? Bis auf dem Jahr, aber es ist sehr schwer zu verhindern jetzt, wo der Echo so fett ist. Weil der kann mich halt einfach jedes Mal, also der geht mich halt mit einem Auto, ne? Wir müssen einfach irgendwie schauen, dass wir langsam in die EP reinkommen. Hinter mir. Okay, einfach die ganze Zeit weggehen von dem. Wenn er da ist, bin ich nicht da. Der hat Neshas und Lishben. Ich glaube halt, wie gesagt, dass der mich einfach divet am Turret hier. Wir werden sehen. Kannst du mich mal einmal in Ruhe? Ich brauche Nahrung, Bro. Please. Please, please. Hey, wichtiger Kill. Sehr, sehr wichtiger Kill. Danke dir, Rakan. Ja, das ist, was ich so frustrierend finde bei Echo. Aktuell. Weil der spielt so schlecht, aber es ist völlig egal. Das ganze Game über schon. Der hat von seinem Team halt random Kills bekommen. Der hat random Feed bekommen von seinem Team. Und jetzt kann er halt einfach jedes Mal, der macht einfach E-Auto-Attack. Ich hatte wenigstens die Doppelfarm. Ich baue dringend Farm, Guys. Ich bin immer noch Level 12. Mein AD-Carry hat ein höheres Level als ich. Nicht gut. Der Smolder hat schon. Oh, so knapp. Nicht gut aus. Ganz schön sein Upgrade, der Schmolder. Leider. Ich würde nicht unbedingt verfäden wollen. Ich kann halt weder gegen den Trundle noch gegen den Echo, wenn ich fein auf der Sideline gerade. Hm? Gehe ich jetzt Shield Boy hier, ist die wichtige Frage. Hang
Enemy triple kill. Ich kann den Drake nehmen, wenn die Nash nehmen sollten. Machen sie aber nicht, die gehen für Mitte. Muss ich hier die finden? Ich weiß nicht, kann ich die finden? Vielleicht ist unser Jace betrunken. Warum intweetet der das ganze Game? Smolder wie vor ein, zwei Games. Ich glaube, es ist ein anderer Smolder, aber der spielt echt gut für Smolder. Game sieht an sich halt trotzdem sehr schlecht aus. Ich weiß nicht, was mit dem Jace los ist. Ich weiß, das sieht vielleicht nicht für euch so aus, aber der hat das ganze Game schon geintet. Also von Anfang an hat der geintet. Ich bin nicht sicher, was da los ist. Was ist dein nächstes Item? Wir können jetzt, also ich muss eigentlich Shield Bow gehen. Aber ich glaube, ich muss Lord Dominix gehen, weil sonst haben wir keinen Schaden. Die müssen eigentlich top kommen, die Gegner. Never trust a built rat. Nee, der ist sogar da. Der will bloß einfach nicht mehr gewinnen, so wie es aussieht. Der will bloß einfach nicht mehr gewinnen. Ich kann den killen jetzt sogar. Nee. Der lässt doch unten die Minion Wave durch. Also der ist tatsächlich jetzt einfach full on in, ne? Der läuft die ganze Zeit im Geist. Yes. Play. Das ist aber schon Next Level Troll. Der ist permanent. Also der ist die ganze Zeit da. Der ist wirklich der ist die ganze Zeit da. Der sitzt am PC und läuft die ganze Zeit in Schlangenlinien, anstatt das Spiel zu spielen. Mach nicht einen Spell, sondern. Versucht nur Kills zu last hitten und sonst nichts. Versucht nur Last Second Kills last hitten. Another.
Nee. Death spit me out. Scheiße, Mann. Was hat er gerochen? Da war wahrscheinlich hier irgendwo ein Wort. Ich hätte mit einem Barrel checken können da. Solo-Q aktuell ist schon ein besonderer Ort. Es ist schon ein besonderer Ort, da kann man nichts anderes sagen, finde ich. Frage mal, ob er zufällig in der Ultra League war. Hast du denn, habt ihr gesehen, dass die Ultra League hat announced, dass sie nicht das Gefühl haben, dass es Windred war? Das heißt, es wird keine Strafe geben für das Team und für die Spieler. Heftig. Das war einer der offensichtlichsten Windtrades, die ich jemals gesehen habe. Was war denn? Naja, der Ultra League Windtrade mit den zwei chinesischen Spielern. Ich gekauft? Ich kann ja nicht Riot kaufen. Das Problem ist halt einfach, dass sie es nicht nachweisen können, 100%. Es ist extrem offensichtlich, dass die gewinntradet haben, aber du kannst es halt nicht beweisen und deswegen kannst du die nicht punishen. Das ist halt das große Problem, auch wenn es garantiert ist, dass sie es machen. Welches Team? Irgendwie Iron Wolves oder so, glaube ich, heißen die. Der hat praktisch genau dasselbe gemacht wie unser Jace in dem Game. Der ist tatsächlich aktiv am Inten. Der ist aktiv am Inten. Das ist so krank. Das ist so krank, Mann. Also in dem Game gibt's eine Person, Rakan, oder? Ich glaube, Rakan ist der Einzige, der nicht verdient, mal zwei Wochen nicht zu spielen von den allen. Oder? Gibt's sonst irgendeinen? Was? Ich kann nicht mal reporten. Your session has expired. Okay. Das kommt normalerweise, wenn man gebannt wird, kommt das. Jetzt bin ich gespannt, ne? Die Reports gehen auch über Match History, aber die funktionieren nicht. Also du kannst praktisch über Match History kannst du jemanden reporten. Zum Beispiel können wir den jetzt hier reporten für Verbal Abuse, ne? Dann können wir den hier reporten für Int-Feeding, Negativity, RFKing und so. Der hat, glaube ich, auch geflamed. Ich hätte gerne den Rakan geonnert, ehrlicherweise. Der hat es zumindest probiert. Der hat 17.000 Damage Jace. So. Ey, danke an Blue Ox für den Support. Einen wundervollen.
Das ist schon auch so ein Problem beim Schlucken bei der Kehlkopfentzündung. Nee, ich habe tatsächlich nur Probleme zu sprechen mit meiner Kehlkopfentzündung. Aber League wegen Leuten aufgehört, die runterrennen, bekommt man direkt wieder Lust zu spielen. Ich glaube, der aktuelle Patch, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Stimmung in League ist einfach sehr negativ. Seit einer langen Zeit. Die Leute sind irgendwie, ich weiß nicht, sind ausgebrannt vom Spiel, haben keine Lust mehr. Irgendwie, du siehst halt, das Pro-Play hat Probleme. Viele Streamer sind mittlerweile sehr sauer. Das ist irgendwie, League ist gerade ganz negative Grundstimmung irgendwie. Mm-mm. Und das Problem ist, dieser neue Patch hat kurz geholfen, aber jetzt geht's gefühlt genauso weiter. So. Das macht die nicht vorhandene Preseason. Nee, das war letzte Season, war es schon genau dasselbe, oder nicht? Also das gibt's schon lange, aber das wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ich finde, jetzt gerade ist es an so einem Punkt, wo man echt sagen muss, es ist gefährlich, finde ich. Ich finde, das fühlt sich gerade gefährlich an, die Stimmung. Also so ein bisschen Angst um League habe ich schon. Aber man muss halt auch sagen, es ist ja nicht nur League, es ist generell in Social Media, es ist ja so. Ne? Es ist nicht nur League. Okay, wir haben wieder die Eve von gerade. Ich fange jetzt an, Echo zu bannen. Dieser Champ macht mich so sauer. Das ist so ein Noob-Champion. Das ist so frustrierend. Oh, macht mich der sauer. Das ist genauso wie Sona. Das ist auch so ein Champion. Der macht mich auch so sauer. Ja. Große Unzufriedenheit. Ja, ich glaube, das ist überall so. Die Leute sind einfach generell unzufrieden. In allen Bereichen des Lebens aktuell. Vielleicht ist das nur Einbildung, aber es fühlt sich so an, als wäre generell einfach alle Leute sind sauer. Zurzeit. Alle Leute sind sauer. Du wolltest doch selbst Echo spielen. Du kannst nicht Echo spielen, wenn du Eve Jungle hast. Weißt du, du willst nicht zwei AP-Assassinen haben. Ich bin aktuell sehr zufrieden und das freut mich sehr, Lukas. Genauso soll es sein. Bist du auch sauer? Nö, nicht besonders. Ich bin sauer, dass ich eine Kehlkopfentzündung habe, das zackt. Aber ansonsten geht's mir ganz gut. Im Real Life gar nicht. Doch, doch, doch. Ist natürlich, wenn es selber für dich gerade in Ordnung ist, aber ich finde schon, dass wenn man aktuell so in die Nachrichten schaut oder so ein bisschen sich umguckt, dann ist schon sehr viel Wut. Also so im Großen und Ganzen. Ne? Die Leute sind schon sehr wütend aktuell. So, was nehmen wir jetzt hier vor? Was könnte denn hier gut sein gegen TF? Alles wahrscheinlich, ne? Ich will jetzt unbedingt gewinnen. Runde Corki probieren. Let's go. Smolder? Nee, macht keinen Sinn mehr. Actually, stimmt, wir hätten Smolder spielen können. Ihr habt recht, wir hätten Smolder spielen können. Hey, danke an den Looper für den Support und danke dir, Demon. Was heißt so allgemein von Beamten, zum Beispiel Polizisten? Wie was halte ich von Polizisten? Bist du Polizist? Steht ihr gerade vor der Türe? Ich liebe die Polizei. Ich meine, das ist also die Exekutive ist ein extrem wichtiges Staatsorgan. Ohne die funktioniert eine Gesellschaft nicht. Weil wenn du Regeln setzt für ein gemeinsames, für ein Miteinander, dann brauchst du jemanden, der die enforced. Und dafür brauchst du die Polizei. Das ist auch klar.
Danke an Imbio für den Support. Willkommen. Funktioniert unsere Gesellschaft denn? Das ist die beste, die wir haben, oder nicht? Jetzt gibt es aber hier diebe Themen um die Uhrzeit, ey. Ich glaube, es gibt keine bessere. Ich glaub nicht, dass wir was Besseres haben. Okay, vielleicht können wir jetzt den. Oh, Toplane Smolder vielleicht hier, ne? Hey, danke an Drunk Lucifer und Trixie. Einen wundervollen wünsche ich. Spielt man Fresh noch in Challenger? Ich glaube, Fresh wird aktuell eher weniger gespielt, würde ich sagen. Ich glaube, Fresh ist eher selten. Du wärst kein Streamer, was hätte dich sonst interessiert zu machen? Ja, na, nix. Ich wollte immer irgendwas mit Videogames machen, aber ich wollte keine entwickeln oder Programmierer sein. Da gibt es dann nicht so viele Berufsfelder außer YouTube und Streaming. Proplay halt, nehme ich an. Nein, Gesellschaft funktioniert nicht. Zu viel Diktatur des Kapitals. Jetzt wird es aber wirklich. Also, das ist jetzt natürlich ein sehr komplexes Thema. Historisch gesehen ist das, was wir aktuell haben, das beste System, das es bisher gab. Ist es perfekt? Nein. Es hat sogar sehr viele Fehler und Probleme und Ungerechtigkeiten. Aber dieses Wunschdenken nach einem besseren System und der globale, dass alle global an einem Strang ziehen, um dieses System umzusetzen, ist halt einfach eine Märchenvorstellung. Ich glaube, so, das kann man, glaube ich, sagen. Okay, da ist die Gewinn. Und Smolder wurde leider weggepickt. Ist ein Timo Engel hier, oder? Was meint der? Also Triple AD Carry into Timo's Free Win, no? Looking like a free win, Biss. Okay. Mit der Einstellung schon, ja? Wie, was meinst du mit der Einstellung? Das hat einfach dieses Wunschdenken, dass sich global alles sofort ändert. Das funktioniert halt nicht. Das wird Generationen dauern. Danke an Original Orcor. Vielen lieben Dank für den Support. Willkommen. Bis sich wirklich fundamental was an unserem gemeinsamen Konstrukt auf der Welt ändern, wird es viele Katastrophen und Kriege geben müssen. Da bin ich mir sehr sicher, Leute. So, jetzt schauen wir, was wir machen können hier. Wie kannst du nachts schlafen, wenn du diesen Champ spielst? Oh, ich kann so gut schlafen, wenn ich Demon spiele. Ich liebe diesen Champion, Leute. Ja, der ist so nice. Okay. Jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Okay, der Schall ist auch safe, der gleiche Smolder. Ne, das ist Henrik Hansen. Ist das. Henrik Hansen. Wenn alle an einem Strang ziehen würden, ging das mit Sicherheit. Ja. Wenn alle an einem Strang ziehen würden, dann wäre das alles sehr viel leichter. Da gibt es ja ganz interessante so Videos dazu, wenn man so ein Hive-Mind-Denken hätte. Aber das funktioniert halt mit Menschen nicht. Wir sind halt einfach kein Hive-Mind. Wir sind halt Hurensöhne. Nein, halt das falsche Wort. Wir sind halt
keine Ahnung, selbst, wir haben halt, unser Ziel ist es meistens, uns selbst Vorteile zu generieren. Das ist halt einfach so, mein Gott. Da braucht man ja auch nicht drum rumreden. Bei fast allen diesen Kalkulationen und bei fast allen diesen Modellen ist immer der Mensch das Problem. Und der Mensch, du kannst die in einem kleinen, im Vakuum haben, kannst du die haben und die funktionieren. Aber wenn viele Leute beteiligt sind, wenn viele Leute an einem Strang, dann hast du immer einer, der loslässt. Ist das Roggen? Nee, ne? Aber das ist sein Name, aber das wird nicht Roggen sein. Humanity as Hive Mind ist ein perfektes Sci-Fi-Horror. Ja, da gibt's ganz interessante Modelle, was passieren würde, wenn wir ein Hive Mind denken hätten. Was möglich wäre. Wie wir uns von unserem Planeten erheben könnten. Großprojekte im All, über viele Generationen als Hive Mind. Die Sklavenarbeiter, die Ameisen. Alle zum großen Ziel hin. Ja. Die Frage, warum bist du kein OTP-Player? Ich spiele jetzt das Spiel seit über 10 Jahren. Und bei mir ist es einfach so, ich langweile mich, wenn ich nur einen Champion spiele. Ich liebe es, viele Champs zu spielen. Aber zum Beispiel bei meinem Tryhard-Client jetzt, wo wir Changer gemacht haben, habe ich ja auch nur einen Champ gespielt. Ne? Oder nicht einen, aber 3 oder 4. Weil ich genau weiß, okay, wenn du wirklich climben willst, dann darfst du nicht viele Champs spielen. Einen IQ-Test gemacht. Wahrscheinlich, ich bin halt kompletter Durchschnitts-Larry. Da musst du dir nichts denken. Bin kompletter Durchschnitts-Larry. Ich habe in der Schule mal einen gemacht, aber das ist halt auch mehr. Ich glaube allgemein, wenn man sehr viel auf IQ-Tests hält oder von IQ-Tests hält, ist man wahrscheinlich ein ziemlicher Idiot. Könnte ich mir vorstellen. Das ist so völlig irrelevant. Allgemein ist es... Ich weiß nicht, ob das ein Hot-Tag ist, aber ich finde, es ist wünschenswert, dumm zu sein. Weil man einfach nicht so viel über die Probleme nachdenkt. Und einfach, glaube ich, allgemein ein bisschen glücklicher ist. Ich weiß nicht, ob das ein Hot-Tag ist, aber ich glaube, also wenn du wirklich schlau bist, also diese großen Denker, ich glaube, legit, das ist einfach scheiße, Bro. Ja. Das AP, guck mal, aktuell spielbar. Weiß ich nicht, sorry. Aber wann ist AP, guck mal, nicht spielbar, ist die große Frage. Ja, man auch nur, weil andere Leute dumm sind, sonst wäre klug sein cool. Wenn alle Leute klug wären, also so richtig klug, wäre das gut oder schlecht? Ich glaube, das wäre noch schlechter, oder nicht? Wenn alle Leute extrem schlau sind. Ich weiß nicht, ob das gut wäre. Das ist eine sehr interessante Frage. Kann ich bitte nicht so schlecht Teemo spielen? Was ist das? Nein! Warum ist er hier? Why? Warum werde ich denn je das Gang gegangen? Yo! Ich hab hier nochmal Tabis, ne? Ultenko Bimo. Na, wenn ich dran denke, es gibt halt so viele schlaue Menschen, die ihr Wissen, ihre Intelligenz ausnutzen, um anderen Menschen zu schaden. Und wenn jetzt alle Menschen schlau wären, dann sind natürlich die Menschen, denen sie schaden, auch schlauer. Not sure.
Das ist schon der Schluss. Nee, wahrscheinlich gibt es den Abschlussdrachen. Gibt's wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich den Abschlussdrachen. Was denkt ihr denn, wenn alle Menschen schlau wären? Wenn alle Menschen schlau wären. Wäre das gut oder schlecht? Und das ist natürlich, wenn die von Anfang an schlau wären, dann wäre man wahrscheinlich schon davor irgendwie. Dann wäre man, glaube ich, schon davor irgendwie so eine Gruppe. Und dann gäbe es praktisch auch keine Differenzen, es gibt keine Religion. Das ist ein sehr interessantes Denkmodell. Muss ich sagen. Das ist ein huge kill, by the way. Weil die verliert halt alles. Okay. So, jetzt brauchen wir als nächstes wollen wir Liandris. Reporting in. Jetzt ist halt auch die Frage, was ist die Definition von schlau? Ja, das stimmt auch. Nur weil jemand schlau ist, bedeutet das nicht, dass er. Also sind die Leute unterschiedlich schlau oder sind alle genau gleich schlau? Ja, und es gibt trotzdem Probleme. Und das ist sehr interessant, aber sehr interessant. Ihr stellt die richtigen, wichtigen Fragen. Oh. Schon wieder, Digga. Schade. Ich meine, er hat wenigstens alle Goobies dafür abgebrochen. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar worth ist jetzt. Der hat wirklich, der hätte alle drei Goobies gekriegt in der Zeit. Ist knapp. Ist da Religion was für Dumme? Die meiste Religion ist eben entstanden, weil Leute Antworten auf Fragen des Lebens gebraucht haben und eine Zielführung und einen Sinn, warum sie existieren, warum sie hier sind. Also so ein paar große Fragen. Ne? Warum sind wir hier? Was passiert nach dem Tod? Und verschiedene Antworten auf Dinge, die wir mittlerweile wissenschaftlich beantworten können. Und deswegen wurden die meisten Religionen gegründet. Es gibt ja Regeln, es gibt ja Struktur, es gibt ja Ethik, ne? Also nach, als Sachen, nach denen du lebst. Also würde ich jetzt sagen, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt komplett daneben ist, aber die meisten Religionen sind meines Wissens so entstanden. Mittlerweile haben Religion hat ja viel mehr Facetten jetzt mittlerweile. Ja, praktisch was Soziales? Kann man das sozial nennen? Dass es so Leuten Gemeinschaft gibt. Und eben auch noch dieselben Fragen wie damals klärt, die auch in unserer jetzigen Zeit noch sehr wichtig sind. Das darf man auch nicht vergessen. Also Religion hat natürlich eine Daseinsberechtigung und funktioniert. Ich glaube, Religion wurde nur erfunden, weil man sich den Tod erklären, oder? Ich glaube nicht nur. Da gab es schon ganz viele verschiedene Sachen, warum Religion sinnvoll war. Es geht auch schon um die Gemeinschaft und das gemeinschaftliche Schaffen und die Daseins. Da gibt es ganz viele Sachen. Hm.
Reporting in. Und so das hier. Oh, no. Soziale Struktur, das ist ein schöneres Wort, ja. Soziale Struktur, glaube ich, ist ein sehr, sehr schönes Wort dafür. Natürlich in der Vergangenheit, ne, muss man natürlich auch sagen, dass historisch über Religionen natürlich auch Feindbilder geschaffen wurden, dass manche Menschen sich über andere erhöht haben und deswegen man Ausbeutung von anderen toleriert hat. Und lauter, also es wurde natürlich auch sehr viel missbraucht für solche Dinge. Ne? Darf man das sagen? Ja. Das kommt ja super für die Lane, muss ich sagen. Weiß aber nicht, ob das worth it ist, weil Doran so ein starkes Item ist, den zu verkaufen. Aber so ein Frühsli-Angriff wirkt halt schon sehr stark. Spot der Smolder, der geht für den Trinity Force Build. Den wollte ich auch unbedingt mal ausprobieren. Super interessant. Die Quinn hat Maw gerusht gegen so viel AD Damage. What? Fuck, wenn ich laufe, kann ich ihn killen. Oh, bad von mir, ich hätte laufen können. Das tut mir wund allerdings. Oh, und die Kleinen? Oh, schade. Hitten die Crux wegen den Graves Auto-Attacks? Ja, genau. Und der hat praktisch mit dem AOE die getroffen. Ist das der echte Frong, wenn er bei Ausrufezeichen Mitspieler steht? Schon, sonst nicht. Das sind sehr interessante Themen. Also das sind so Themen, wenn wir jetzt nicht on-stream wären und wir am Stammtisch sitzen, dann könnten wir uns auch über solche Themen unterhalten. Aber das große Problem bei all diesen Sachen ist, dass ich am Ende des Tages, Leute, bin ich jemand, ich sitze 16 Stunden am Tag am PC und ich interessiere mich für Videospiele und nur für Videospiele. Und ich kann keine intellektuellen, reflektierten Gespräche mit euch führen über solche komplexen Themen. Und das ist ja auch sehr vielschichtig und da muss auch viele Sachen... Ich kann ja nicht mal Timo spielen, so wie das aussieht, ja. Gar nicht, ist tot. Ja. Das sind ja auch Themen, da gibt es ja nicht nur schwarz und weiß, würde ich sagen, bei diesen Themen, sondern es ist ja wirklich was, was in beide Richtungen. Also, wo es halt auf beiden Seiten Argumente geht. Und wo es mir vielleicht auch gar nicht wirklich zusteht, eine Position zu vertreten. Also für mich selber schon, aber halt nicht on-stream. Vor so vielen Leuten, die vielleicht beeinflussbar sind. Nehmen wir mal zurück. BSM Hals fühlt sich gut an. Also fühlt sich tatsächlich relativ gut an. Ja, ich bin ordentlich fertig nach wie vor, aber es fühlt sich besser an. Ich glaube, ab morgen bin ich wieder auf der Höhe.
Ja, an für sich schon. Entweder es gibt einen Gott oder nicht. Entweder du glaubst dran oder eben nicht. Ja, aber das sage ich ja auch offen. Aber mir steht trotzdem nicht zu, dir zu sagen, ob du daran glauben sollst. Weißt du? Zum Beispiel bei dem Thema. Das steht mir nicht zu. Ich kann für mich sagen, okay, ich bin jetzt jemand, ich glaube praktisch nicht an irgendwas Übernatürliches, nicht an irgendwelches Religiöses, aber steht mir trotzdem nicht zu, jetzt hier eine Diskussion anzupacken, warum du das nicht machen solltest. Würde ich sagen. Hast du das immer, wenn du den Schuh mit die Wave wirfst und er nicht triggert? Also was hast du denn da? Wenn ich die früher losgelaufen wäre, wäre der sogar tot gewesen. Oh, Detonate Dead ist ein sehr, sehr guter Perfect-Side-Bild. Das steht niemandem zu. Nö, würde ich auch nicht sagen. Das ist aber bei vielen Themen so. Ich bin eben großer Verfechter davon, dass du bei vielen Themen, gerade also, wenn du dich halt nicht wirklich gut auskennst und deine... Oh. Ja, Wurschtling geblieben. Ich bin großer Verfechter davon, dass wenn du dich bei Themen nicht wirklich auskennst und eine Audienz hast, die formbar ist und beeinflussbar oder vielleicht sogar manche Leute zu dir aufsehen, was ja bei vielen Content-Creatern der Fall ist, dass du in vielen polarisierenden Themen einfach mal die Presse halten solltest, wenn du nicht wirklich weißt, worüber du redest. Es gibt natürlich manche generelle Sachen, die du immer sagen kannst, hinter denen du auch stehen solltest. Aber bei vielen Filmen ist dann so auch einfach mal die Presse halten können. Das ist eine Qualität, Bro. Jetzt flashen können. Ich hätte es flashen können. So, wollen wir Voids dafür? Ja, ne? Your turret has been destroyed. Ich bin katholisch aufgewachsen, ja. Ich bin sehr, sehr schön aufgewachsen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das katholische Aufwachsen, also die hatten hier ein sehr starkes Jugendprogramm, das hat mir ein bisschen Disziplin und Struktur gegeben, würde ich sagen. Also ich wenn ich zum Beispiel, also ich würde sagen, dass mir das schon geholfen hat als Person. Würde ich sagen. So. Wir haben in der Tat ein Jugendprogramm. Ja, bei uns hatten sie ein richtiges Jugendprogramm, nicht so eine Scheiße, ne? Bei uns war das wirklich ein richtig. Das war echt ein cooles Jugendprogramm. Das war richtig nice. So, wir sind zum Zelten sind man gefahren, einmal im Jahr. Da warst du dann da für 7 Tage, 10 Tage mit der ganzen Gruppe, hast du Spiele gespielt im Wald und so. Ja, das war schon sehr cool. Richtig Spaß gemacht damals, hast dich richtig drauf gefreut. Außer wenn du Klodienst hattest. Klodienst war nicht so geil. Und dann hattest du diese widerlichen Dixie-Klos und dann musste die immer einer sauber machen. Das heißt, wenn du irgendeinen Scheiß gemacht hast, also dann musstest du die Dixie-Klos putzen. Das habe ich immer nicht so gefühlt. Ich habe gerne mal ein bisschen Schmarrn gebaut. Nee. Und
Spiel. Ja, wie gesagt, da kann man jetzt natürlich witzig. Bei uns war das wirklich. Wir haben gute Jugend. Nicht jeder, der in der Kirche ist, ist gleich pädophil. Ja? Oder irgendwie. Also, das sind wirklich. Da sind auch viele wirklich gute Leute. So ist es jetzt nicht. Und wir hatten wirklich gute Leute bei uns. Ich bin nicht mehr in der Kirche. Ich bin ausgetreten. Aber ich spende noch an meine Kirche. Zum Beispiel. Also an die lokale Kirche. Weil ich hatte das Gefühl, dass mir das sehr geholfen hat beim Aufwachsen. Ich spiele komplett einen auf, der komische Schmolder, ne? Oh. Sehr gut. Ist das Folgen auf Smolders? Keine Ahnung. Lass uns den Bild mal probieren. Das wirkt sehr strong. Uns merken. Trinity Manamone mit Fleet. Auch Fleet, so eine Sache, da haben wir auch schon drüber geredet. Best fühlt sich echt nicht gut an. Gehen wir mal dazu. Flankier. Hier kommt die Biene. Okay. Die Biene war. An ally has been slain. An enemy has been slain. Double kill. Shit, unser Team ist am Smurf. Let's go. Wir können uns sterben. Nice, Freaky. Oh. Da stand dick und fett mein Name drauf. Ist Rapidfire nicht gut wegen der Kuh? Rapidfire ist sehr stark, ja. Das sind zurzeit die besten AD-Carries. Seraphine, Six und Vygar. Ich glaub Miss Fortune, Vayne, Caitlyn in Low Elo. Ich glaub Miss Fortune, Vayne, Caitlyn. Also. Er hat Shrooms genutzt. Entschuldigt. Kennt ihr das, wenn ihr niesen müsst und sich euer ganzer Körper so zusammenkringelt und dann so wie so ein Schauer über einen drüber läuft? Sehr unangenehmes Gefühl. Dominating. Double kill. Das ist schon 300. Ah. Your team has destroyed an inhibitor. Wir probieren den Bild mal aus. Der geht jetzt auch Rapid Fire. Also der geht auch für das große Q, weil ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, das große Q zu haben. Mit Rapid Fire kennen.
Wurde eigentlich dieser Bug mit Bin gefixt? Oder ist der immer noch drin? Boom. Der bounce schon. Seht ihr den bounce schon? Friendly. Weil geht rein. Was er nicht weiß. Oh, der bounce schon. Ja. Da ist also der 1000 Gold Worth Smolder Crack, den du mit einem Auto-Attack und Ulti töten können. Und du entscheidest dich, den armen, harmlosen Bienen, die, ich möchte sagen, vom Aussterben bedroht sind, zu attackieren. Weiß ich nicht, ob das sein muss, ja. Warum hat ein Handsome Guy wie du doch immer keine Frau? Ich hatte, meine letzte Beziehung waren jetzt 5 Jahre und ich habe, also ich bin aktuell, wie soll ich das jetzt sagen? Also bisher alle meine Zeit, alles was ich mache, geht in meinen Stream. Und es hat keine andere Person Platz in diesem Leben gerade. Das ist für die Partnerin sehr unfair bisher, weil ich stehe auf, ich denke an den Stream, ich streame, ich gehe schlafen und denke an den Stream. Das ist mein ganzer Lebensinhalt, ist Streamen. Und das funktioniert, also das ist halt einfach sehr unfair für die Partnerin. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, und deswegen bin ich lieber allein, als dass ich dann irgendwie eine ungute oder unglückliche Beziehung führe. So. Wenn ich ein heiles Spiel war, es gibt einen High Challenger Emmy OTP, der heißt Emmy in Real Life, heißt der. Bei dem sieht der immer sehr gut aus, bei den meisten anderen eher nicht so. Shit. Denergy jetzt. Was ist mit Denergy? Was? Denergy Nachricht. No way, seit Wochen hunte ich deine Facecam. Nun ist es soweit. Ich würde gern in einer Stunde einen Song für dich schreiben. Hast du Bock? Gib mir 5 bis 7 Wörter und ich starte. Was? Ich 5 bis 7 Wörter und ich krieg einen Song? Ich habe letztens habe ich schon einen richtig coolen Jazz-Song bekommen. Die Jazz-Violine. Okay. Also wir haben NNO Flammkuchen, League of Legends. Was haben wir noch? NNO Flammkuchen, League of Legends, Fackelzug. Fackelzug ist sehr, sehr gut. Aldi Gaming. Ja, Aldi ist auch noch sehr, sehr gut. Hab irgendwas über dein Leben gehört. Kannst du rückwärts aus deinem Leben erzählen? Nee, du kriegst schon richtigen Abwack, bekommst du hier von mir. Man muss ja Künstler auch ein bisschen fördern, ne? Oder fordern halt, falsches Wort, entschuldige. Nee, hättest du lieber normale Worte, aus denen man auch was machen kann? Weil das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich hätte jetzt als letztes noch den Mathe-Mann oder den Mentality-Man angeboten. So. Was macht denn Denergy für Musik? Schauen wir mal. Er hat einen Stegi-Song. Okay. Hand of Blood Song. Wait, what? Das ist ja voll krass. Helge, du hast ja für jeden schon einen Song, wie krass.
Oh. Mm-mm. Nur dich nicht, ich spiele noch, ja. Ich bin leider gerade ein bisschen angeschlagen. Das heißt, also wäre es denn möglich, dass, weil, also ich würde das dann schon gerne, es dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis das gemacht ist, aber es wäre wahrscheinlich sinnvoller, wenn ich das anhöre, dass ich dann auch entsprechend reagieren kann und ein bisschen rumschreien, ne? Weil jetzt gerade, ich habe eine Kehlkopfentzündung, das heißt, ich kann nicht wirklich laut reden und ich bin auch ein bisschen ausgenockt, sagen wir mal, von der Medizin gerade. Eine Stunde, das ist heftig, ey. Ich finde allgemein, es gibt so viele talentierte Künstler, das ist echt beeindruckend. Also wenn das für dich okay wäre, wie wäre es denn nächste Woche, damit ich das auch richtig genießen kann? Er braucht Erklärungen zu den Wörtern. Erklärungen zu den Wörtern. Oh no. Meine große Schwachstelle. Oh, die haben Smolder gebannt, weil das sagt. Mm-mm. Ne, mach jetzt, Leute. Ich bin nicht mal mehr eine Stunde online. Ich mache jetzt noch ein Game, dann gehe ich schlafen. Lass mich doch gesund werden. Lass mich doch gesund werden, ja. In aller Ruhe. Danke an Exo. Willkommen. Bisschen Lore zu den Wörtern, dass er noch was texten kann. Ja gut, dann Twitcher, zeig dir mal, was ein Fackelzug ist. Zeig dir mal, was ein Fackelzug ist, dann kann er den schon zuordnen. Mm-mm. Nächste Woche ist super. Danke dir, Energy. Ja, aber sieht sehr, sehr cool aus. Freue mich drauf. Wird nice. Ja, da ist doch ein wunderschöner Fackelzug. Ich kann dir gerne auch, du kannst mir auf Twitter oder so schreiben, dann kann ich dir gerne zu den Begriffen was sagen oder ich kann es dann on-stream machen, wenn wir das in Ruhe machen wollen. Das ist cool, ey. Vielen Dank, ich freue mich drauf. Das ist alles sehr spontan im Stream passieren. Du machst das einfach, also der ist praktisch erst online und dann schaut er jemandem zu und dann macht er das in der Stunde und kommt mit dem Song zurück. Das ist schon echt beeindruckend, ne? Diese scheiß talentierten Leute. Erstmal muss ich es mir angucken. Vielleicht ist er auch komplett scheiße. Vielleicht ist das mehr so ein auf Moneyboy angelehnt. Wait a minute. Ich sollte mich vielleicht nicht zu früh freuen. Je nachdem, was da kommt. Danke an Exor für den Support. Willkommen. Und danke auch an den Lord Monroe. Oh mein Gott, Leute. Ich habe, glaube ich, ein bisschen viel geredet heute. Es war schön, mal wieder reden zu können. Ich habe jetzt 3 Tage lang meine Fresse gehalten und es war furchtbar. Es war so furchtbar. Wenn du irgendwelche Plays machst und dann versuchst du, was zu erklären dazu und du kannst es einfach nicht. Hör dir den Song für Henno an. Der ist insane. Okay. Energy Henno. Sag mal, wie krieg ich denn... Ich krieg echt nur was von League of Legends mit. Das ist echt die Hölle. Ja? So, jetzt aber richtig, Chat. Jetzt eine geile Runde. Ich bin zufrieden. Nee, warte mal. Wo sehe ich denn den Song für Henno? Energy Henno Song. Oder ist der wirklich in dem Reaction-Video mit drin? Die letzten 3 Minuten. So, jetzt aber richtig. Schau noch mal. Ist nicht mal in einer Stunde Ton zu fixen. Der haut einen Track raus in einer Stunde. Hammer, Hammer, Hammer. Liebe in den Chat, Mann. Oh! End of blood.
Bruder, was hat der für eine krasse Stimme? Spandau und Blut, so wie jeder hier. Spandauer Bock, wir essen jedes Bier. Oh, Spandau, wir lieben dir. Ja, wir lieben dir. Zugriff, die Eintracht reitet ein. Auch wenn die Hand schon voller Blut ist. Und was sich sonst keiner traut, Herr, nur tut es. Nein, es gibt keinen wie dich. Das Zimmer ist nicht mehr leer. Was dir bleibt, ist der Fliesentisch. Und der Mensch, das ist in einer Stunde gemacht. Da kommt frei, oder? Jeder Gegner schlitz, schlitz. Und das Rad der Qualen, nein, es bricht dich nicht. Nein, Spandau und Blut, so wie jeder hier. Spandauer Bock, wir essen jedes Bier. Oh, Spandau, wir lieben dir. Ja, wir lieben dir. Apfelkreuz, die Stree. Von Berlin aus. Ich, das ist doch echt, wäre das eine insane Hymne für die Eintracht. Das ist ja besser als die Mückenpferd-Version. Spandau, wir lieben dir, ja, wir lieben dir. Kornschweißer, bist voll mein Lord. Du rufst und Falco folgt das Wort. Präsident Knabe rettet den Sport. Yeah, yeah. Und du ballerst so wie Kirasi. Unser Leaks pickt mit deinem E-Sport-Team. Mate, das ist sehr krass. Also das ist echt sehr krass. Wow. What? Heftig. Aber das ist wirklich heftig, ey. Eine NNO-Hymne wäre nice, ja. Das ist wirklich nice. Das ist beeindruckend, ey. Das war auch letztens, hab dieser eine, der praktisch meine Lieblingssongs mit der Violine nochmal aufgenommen hat. Das ist, es gibt so fucking talentierte Leute. Kurzes Statement zu Maluna und der Sekte. Ist Maluna und die Sekte? Maluna ist sicher nicht in einer Sekte, Leute. Das ist einer der liebsten Menschen, die ich kenne. 100% ist Maluna in keiner Sekte. Ich habe die kennengelernt mit Mango in Japan und auf der Gamescom. Und das sind wahrscheinlich die süßesten Menschen, die es gibt. Die zwei. Sekte von Sido. Sido hat eine Sekte? Sido ist doch der Rapper, oder nicht? Angeblich ist Henno in einer Sekte. Ja klar, der Spandauer Kult natürlich, ne? Ich glaube aber auch Henno ist... Also, kann ich mir jetzt nicht wirklich als Sektenanführer vorstellen, Henno, muss ich sagen. Ja. Geht darum, dass man nur sich wohl mit Hoppe und der Spandau-Gruppe verkracht hat von mir in der Ansicht und die Gruppe als Sekte bezeichnet hat. Also Leute, ich weiß nicht, um was es geht. Ich kann euch nur persönlich aus meiner Erfahrung sagen, dass Maluna und Mango, die zwei sind halt super liebe Menschen. Die Berliner Sekte. Muss ich mir erst, sorry Leute, ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Also da muss ich mir erst einreden. Ich würde auch den Berliner Jungs, den Spandauer, würde ich auch keinem zutrauen, dass der irgendwie. Also, wir waren immer alle nett. Oh mein Gott! Oh Mann. Ich steppe immer auf den First Blood, ich hau da hin, da, This is Major Tom to ground control! Das ist mein letztes Game. Das ist wahrscheinlich der Abschluss. Oder vielleicht gehen wir noch einen kleinen Abschluss-Small da rein. Ey, aber wahrscheinlich ist das mein Abschluss-Game. Ein kleines, feines Abschluss-Game mit dem Corkster. Und einen schönen Win einheimsen und mit einem kleinen Plus schlafen gehen nach unserem ersten wieder normalen Stream jetzt. Das wäre nice.
Hey, Bragenius, vielen lieben Dank. Da wurde es aber aus dem Konzept gebracht. Das scheint ja wohl ein größeres Drama zu sein, weil das super viele Leute aus dem Chat wissen. Ich hab's nicht mitbekommen. Ich hab's nicht mitgekommen. Tut mir leid. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich mit allen von denen sehr positive Erfahrungen gemacht habe. Also, super liebe Menschen einfach. Ich kenne die nicht gut. Ich kenne die nur sehr oberflächlich alle, muss man natürlich auch sagen. Ne? Ich kenne die alle nur sehr oberflächlich, aber was ich sehr angenehm. Das ist von Morgana Support. Wenn du Morgana Support pickst, intest du aktuell. Organa Support ist wie Disco nur zu spielen. This is major time to grab control. Guck mal, die zwei Kills. Warum hab ich nicht zwei Kills? Oh, hey. Für den zu gehen. Vielleicht kann er mich anschleichen. The Chopper. Nice. Delta Sierra at 12 o'clock. Das war nicht so nice. Gehen wir mal hier zurück. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Eclipse rushen würde in dem Game. Ich glaube schon, oder? Ich glaube, gegen Katharina muss ich Eclipse. Obwohl. Nee, actually, Mana ist das dumm. Nee, das ist dumm. Ich sollte Mana Moon Mulligans bauen. Mulligans. Die Katharina wird gleich oben auftauchen, dann wird es ein großes Desaster. Jetzt sogar TP wird top, also not too shabby. Not too shabby, my friends. Oh, der ist immer noch da. Nö. Oh mein Gott, der ist immer noch da gewesen. Der hat da wirklich 1,5 Minuten gewartet, oder was? Die Sau, Ich hätte die tatsächlich killen können, aber wenn ich es besser gespielt hätte. Nee, schlaf gut, Shiro. Danke, dass du da warst.
wieder runter und kill die auch noch. Oh, claro. Also Botlane lässt Senna Karma wirklich sehr balanced aussehen gerade. Jetzt hat die halt erst eine Menge Items und die wird in diesen Lich Bane Build reingehen, der aktuell sehr, sehr overtuned ist. Cheesen sie lieber. Ich glaube nicht, dass wir die Platte kriegen. Dann der Cheese hier ist gut. Das wäre von der Cheese. Ja, Kragas von denen spielt echt dann auf, muss man sagen. Alles, was der bis jetzt gemacht hat, sehr, sehr gut. Wird fast Output hier. Jetzt einmal kurz resetten gehen. Ich habe mir kurz an den Hals gefasst. Kommt der immer um die Ecke werden müssen? Weiß ich ja jetzt nicht, ob das sein muss. Eisenbahn und Package schon leider. Kleine Crack. Ich hatte keinen Mana für W, ich konnte nicht wählen. Die kleine Crack hat mich gekillt. Das passiert selten. Also von der kleinen Crack gekillt zu werden, passiert sehr selten, kann ich sagen. Wow. Letzter. Aber ich würde schon nehmen. Kann man die nicht outlife stealen? Ja, aber nicht mit null Lifesteal und ohne Fleet Footwork. Hey, Alcatra, vielen, vielen Dank für die 10. Schön, dass ihr da seid zur späten Stunde, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid gesund. Ich bin so scheiße, ich hab gerade einfach zwei Items gebaut, ne? Richtige Rocket, der macht wieder Flips. Gut. Der gerade wäre auch noch da gewesen. Ich habe Package für den Drake hier. Passive ist bereit. Wir brauchen auf jeden Fall das hier. Und jetzt brauchen wir noch Malignance. Wir sind schon sehr online hier mit unserem Corki.
Hey, Opaover, vielen lieben Dank dir. Ich fände es so nice, dass er in der letzten Challenge ein Game Dota gemacht hat. Kommt diesen Samstag in der NNU-Challenge auch, ja. Es wird einen MOBA-Teil geben, wo wir, glaube ich, alle MOBAs einmal gewinnen müssen. Und jetzt. Kakeen Secure, Jordan, Glossy. Wahrscheinlich. Komm. Also auch Heroes of the Storm, auch Heroes of the Storm, ja. Ich will irgendwas mit Elden Ring machen, weil ich weiß, dass das alle gerne spielen. Und das ist ein Spiel, das wir bis jetzt noch nicht in der Wind Challenge hatten. Aber ich weiß nicht, was. Was ist sinnvoll in der Wind Challenge bei Elden Ring? Ja, das ist die Frage, Mann. Malenia nackt nur mit Keule. Ich glaube nicht, dass das einer von uns schaffen kann. Also Brögi und Tolkien sind sehr, sehr gut in Elden Ring. Die zwei, das ist das Problem. Die zwei sind sehr, sehr gut. Kani hat es noch nie gespielt. Zum jetzigen League Balancing. Ich meine, es gibt ein bisschen zu viel Schaden, aber ich würde sagen, an sich ist das Balancing gut. Das Problem aktuell sind die Spieler. Wie seit langer Zeit leider ist das das Problem. Er wird seinen E bestimmt benutzen. Schade. Ist das eine Crux? Nee. Wurde ich böse geraggt, Wiz. Gar nicht gecheckt, dass der hinter mir ist. Ich bin schon ein bisschen duselig gerade, Kann mir jemand sagen, warum ADT so strong ist? Also ich habe bis jetzt noch nicht... Also immer, bei mir schreibt immer einer im Chat, das ist so strong. Aber ich habe legit bis jetzt noch nicht einen einzigen ADTF gesehen, der strong war. Das will ich immer noch. Also das muss man mir erst noch beweisen, dass das gut ist. Aber wir sind gerade geaced worden, oder? Oh no. Your turret has been destroyed. An enemy is unstoppable. Margit mit Keule. Ich glaube, Margit mit Keule könnte echt cool sein, oder? Wir haben alle lange nicht mehr gespielt, halt. Ich glaube, Margit mit Keule ist nicht so einfach gewesen. Ich glaube, das ist sogar sehr schwer. Und da kann jeder hin und jeder kann es probieren. Und du könntest zum Beispiel sagen, Kani darf halt eine richtige Waffe nehmen oder so. Und alle anderen müssen mit der Keule. Your
Also, Krager hat nicht den Kill zu geben, ne? Ich hab das nächste Draker wieder Package. Und ich hab Malignance ab jetzt. Jetzt können wir Shojin gehen, ja. Gibt kein Flash-Ticket. Okay, jetzt ein guter Drake-Fall. Wir müssen nur mit dem Gragas aufpassen. Der ist der Einzige, der wirklich stark ist von denen, ja. Aurelion ist richtig strong. Aurelion? Na. Aber Aurelion ist sehr shit aktuell, wenn ich mich nicht täusche. Ich hab 3 Items, ich bin so fett, Mann. Ich bin so unglaublich fett. Das ist der wichtige Kill. Der hat aber wahrscheinlich wieder Flash, ne? Decker am Boden, wupsi. Jetzt können wir hier den Drake nehmen. Das ist sehr, sehr cool vom Gragas, dass er nicht in den Tür gelaufen ist und der Karma den Kill gibt, dann einfach mal die 1000 Gold geschmeidig an den Corki abfindet. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, Bro. Hier mal zurück. Aurelion steckt jetzt absolut insane. Seit wann? Wait, wann wurde Aurelion denn geändert? Ich wusste gar nicht, dass Aurelion geändert wird. Ich habe noch keinen Aurelion gesehen in sehr langer Zeit. Also das letzte Mal... Aurelion aktuell ist, glaube ich, ein High-Elo-Unplayable. Das ist ein reiner Low-Elo-Champion. Vielleicht wird der gereworked bald, aber aktuell ist nicht spielbar. Also der ist legit nicht spielbar, der Champ. Ja, der wird gereworked. Okay, aber aktuell ist er schon noch shit, ne? Ja. Okay, der ist noch shit. Okay. Wir müssen groupen, glaube ich. Ist die Idee hier. Aber wir müssen groupen. Wir werden vielleicht Nash gehen. Ich hab TP. Weiß nicht, ob ihr den einfach so machen könnt. Der ist schon sehr risky, oder? Was ein Hook. Okay, watch this poke now. Okay. Oder sie gehen einfach raus, dann wird da nichts gepokt. Crazy da, warum es nicht gereicht hat. Der hat gerade den Blue gemacht. Man hat doch gesehen, wie so der Blue von der Ludensbrock rübergeflogen sind. Nice. Shojin jetzt.
Das ist die Frage, was man baut. Ich weiß halt immer nicht, was das letzte Item ist. Gibt's noch irgendwas, was Sinn macht? Ich finde mal danach vielleicht einfach Hubus macht null Sinn. Ich meine, am besten wäre AD. Na, das ist am besten. Außer die Gegner haben sehr viel MR, dann ist es Void Stuff oder sowas. Aber der Damage wird schon, wenn, also ich habe letztens habe ich mal ein bisschen AP-lastiger gebaut und das ist wirklich komplett nutzlos. Du sprichst einfach deine Skillings nicht stark genug an. GA ist actually gut, ja. GA ist richtig gut sogar. Da sind wir auch kein kostenloser Reset. Wobei, ich finde, ihr GA ist ein gutes Item aktuell. Warum lauft Mili in eine Katharina rein? Ich voll Horst, ey. Was ist mit Maw, Leute? Ich glaube, ich gehe legit einfach Maw. So, können die Nashen damit? Ich hab Package. Auf jeden Fall wir Hextrinker gehen hier. So, I die. Er ist no objective. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Das macht null Sinn. So. Es gab keinen Grund, da zu sterben. Ich habe absolut keinen Grund, da zu sterben und dann auch noch die Presse aufzumachen, wenn du so schlägst, schon spießt das ganze Game über. Stimmt ja nicht, aber. Ehrlich da unten. Du steht, Schade. Und wieder ein 4v5 Force von Mr. Aatrox. Und sich dann wundern, warum man verliert, ey. Und wieder 4v5 Force. Leider wahrscheinlich Game. Ich kann leider nicht überleben. Schade, ey, das Game sah so gut aus. Das Game sah so gut aus, aber ich bin einfach auch wirklich, also ich würde sagen, seit ich krank bin, man, ich merke das schon, ich spiele nicht gut.
Ich spiele wirklich nicht gut. Ich bin froh, dass wir uns da auf den Smurf verziehen konnten und hier ein bisschen Sachen testen. Ich hoffe, dass ich ab morgen wieder gesund bin. Ich werde mich jetzt erstmal hinlegen. Bei mir ist gerade nämlich, ich glaube, ich habe zu viel geredet heute. Mir ist richtig schwindelig gerade. Ich lege mich jetzt erstmal hin. Dann war aber wieder ein schöner Stream. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Haut rein. Ciao, ciao. Gute Nacht. Selbst in Korea kennt dich jetzt jeder.